Ja, hallo, liebe Abonnenten und werte Gäste. Ja, was hat der Leo denn da wieder ausgegraben? Ein Spiel von 2005 von Leaf und Aqua Plus. Wer bitte ist denn Leaf und Aqua Plus? Ja, so in gut 2 Wochen kommt ja Tears to Tiara 2 für die PlayStation 3 raus. Und da hatte ich mir ein paar Trailer angeguckt und dachte, Mensch, eine Visual Novel, ein bisschen Strategie dabei. Das könnte sich sogar als Let's Play eignen. Ja, und dann habe ich mir mal angeguckt, Vorgänger muss es ja auch gegeben haben, aber ja, der ist halt schon ein bisschen älter. Und da habe ich mir mal den Vorspann angeguckt, um mich mal ein bisschen zu informieren und dachte ich, boah, was für eine Story. Und ich denke, damit ich mich besser mit Tears to Tiara 2 auskenne, ist es ganz gut, hier mal reinzuschnuppern. Und warum das denn nicht auch einfach als Let's Play zu machen, so quasi als Appetitanreger. Also, das ganze Ding ist eine Fanübersetzung, ist ein japanisches Spiel. Auf den ersten Eindruck macht die Fanübersetzung einen ganz guten. Und ja, dann es ist sehr, sehr viel Story, also hauptsächlich Visual Novel. Jetzt in dieser ersten Folge werden wir auf keinen Fall Gameplay zu Gesicht bekommen. Aber das wird schon noch. Also, dann lass das Intro beginnen. Achso, genau, Schwierigkeitsgrad müssen wir noch auswählen. Für mich das Ganze hier blind. Und der Impossible-Schwierigkeitsgrad soll tatsächlich Impossible sein. Dementsprechend versuche ich es mal auf normal. Mal gucken. Sieh dich vor. Ich habe alle Dorfbewohner fortgeschickt, mit einem Lächeln auf den Lippen. Heute ist Pilzsammeltag. Und aufgrund meiner Wahrsagung sind sie sehr früh losgezogen. Aber es sieht so aus, als seien sie dabei glücklich gewesen. もう一緒に行けないのが残念です. Es ist eine Schande, dass ich nicht mit ihnen mitgehen kann. Aber so wird alles gut, oder? Ich vergewisserte mich nochmal der kleinen Klinge, die in meiner Hand verborgen war. Und ich betete zu meiner Mutter und zu meinem Vater oben im Himmel. Mein Bruder, der immer an meiner Seite stand, ist nun auch fortgegangen und ich bin ganz alleine. Ja, und deshalb muss ich jetzt die Entscheidung ganz allein oder für mich selbst treffen. Eine tiefe Stille hat sich über das Dorf gelegt. Es ist der Versuch, die Zerschlagung durch Unsicherheit und Furcht zu vermeiden. Ich drückte meinen Rücken durch, oder ich bog meinen Rücken und schaute in den östlichen Sternenhimmel. Ich konzentrierte mich und blickte nach oben. Zum Wächterstern unseres Stammes.
それは夜明け前の空にひときわ高く輝き続けるお星様。Der außerordentlich hoch stehende, funkelnde Stern im Himmel kurz vor der Dämmerung. Akaboshi-sama. Der Akaboshi-Stern, den ich von nun an immer Akaboshi-sama nennen werde. To iitsutai de yobareru, watashitachi ichizoku no furui furui otomodachi desu. So haben wir ihn immer genannt. Der alte, der uralte Freund unseres Stammes. Shinjitsu wo akiraka ni suru. Kibishiku kogoeru hikari. Sein intensives Licht zeigt uns die Wahrheit. Dare wo mo yose tsukenai. Hakugin no saeru hikari wa. Und doch ist er unnahbar. Sein silbernes Licht. Totemo kiyoraka de hokori takaku. Extrem rein und voller Stolz hoch am Himmel. Demo, dokoka sabishisou de. Aber auf eine gewisse Weise auch einsam. Chiisana koro kara zutto watashi wa. Und seit ich klein war. Honoka na akogare to kasuka na mune no takamari o kanji nagara. Habe ich immer zu ihm aufgeblickt und es stellte sich ein leichtes Verlangen und ein Gefühl der Spannung in meinem Brustkorb ein. So desu. Monogokoro tsuita koro kara hoshi o miru no ga suki deshita. Ja. Solange ich mich zurückerinnern kann, habe ich es schon immer geliebt, zu den Sternen hinaufzublicken. Vielleicht liegt das an der mysteriösen Kraft, mit der ich geboren wurde. Aus der Bewegung der Sterne kann ich das Wetter von morgen vorhersagen. Oder auch, was noch weiter in der Zukunft geschehen wird. Ein kleines bisschen kann ich die versteckten Bedeutungen der Sternenbilder entschlüsseln. Das ist mehr als eine merkwürdige Kraft. Und diese Kraft ist noch seltener als Magie, die öfter mal in unserer Blutlinie erscheint. Ich erinnere mich noch dran, dass mein Bruder ständig stolz darüber gesprochen hat. Meine Kraft hat sich als nützlich erwiesen für das tägliche Leben unseres Stammes, für die Viehzucht, für die Jagd. Aber zur gleichen Zeit. Ein kleines Funkeln in den Sternen ließ mich meinen Atem anhalten. Es sagte mir, dass die Zeit des Schicksals nun gekommen sei. Ein letztes Mal blickte ich auf unser Dorf. Das Dorf, in dem mein geliebter Bruder und ich selbst lebten. Nach und nach kamen die Erinnerungen und mein Brustkorb zog sich zusammen. Diese friedlichen Tage. Diese Tage der Wärme und der Freundlichkeit.
春の日の昼下がり、いつまでもまどろんでいたいような、そんな日々。Tage, in denen ich einfach so in der Nachmittagssonne liegen konnte, wegdösen, solange ich nur wollte. そのすべてが、かけがえのない宝物です。Und all das sind unwiederbringliche Schätze. だけど、aber wie auch immer. 私は気づいていました。Mir ist etwas klar geworden. そんな宝石みたいな時間が、やがて終わってしまうこと。Diese goldenen Zeiten würden schon bald vorbei sein. 星々が教えてくれる、激動と変革の予言は、それが避けられないことを、ずっとずっと昔から告げていたからです。Die Prophezeiung der Aufruhr und der Revolution, die ich aus den Sternen gelernt habe,hat mir schon vor langer Zeit gesagt, dass es sich nicht vermeiden lassen würde. それを知ったとき、まだ小さかった私は、驚き、怯えるだけで、誰にも言えず一人で泣くだけでしたが。Und dadurch, dass ich diese Erkenntnis in so jungen Jahren schon lernen musste, wurde ich schüchtern.Und habe niemals irgendeinem vertraut. Ich habe immer alleine in mich hineingeweint. Demo, そんな時、私を励まし、力づけてくれたのは、いつだって変わらぬ光で私を照らしてくれた、赤星様なのでした。Aber dann gab es den einen, der mir Mut gemacht hat, der mir Energie gegeben hat und der ständig an meiner Seite schien.Akaboshi-sama. だから. Und das ist der Grund. Das ist der Grund. お願いします. Bitte. どうか、私の願いを聞き届けてください. Bitte gewähre mir irgendwie diesen Wunsch. ずっと見つめ続けてきた。たった一つのお星様に祈ります. Ich betete.Zu diesem einen Stern, der ständig auf mich hinabblickte. この危難を乗り越える強い意志を。Gewähre mir bitte die Entschlossenheit, diese Gefahr zu überwinden. 何が起ころうとも、恐れず、怯えずに、それを成し遂げる勇気を、私に与えてください。Gewähre mir den Mut, es zu tun.Egal, was auch immer passiert. Frei von Furcht oder Panik. Ich drückte meine Hand ganz fest. Die kleine kühle Klinge war immer noch dort. Ich möchte einfach dieses traurige Schicksal abschütteln, das jeden befallen hat. Ich möchte, dass es ein Ende findet. Ein Ende durch mich alleine. Also, irgendwie...Bitte, Akaboshi-sama. 私は何度も繰り返し祈ります。Ich betete wieder und wieder. でも、お星様は、とても遠く、高いところにあって。Aber der Stern ist so hoch und so weit weg. 私の声は届きそうにありません。Niemals wird meine Stimme ihn erreichen. 暗闇の向こうから、大きな音が響いてきます。Und dadurch brach ein lautes Geräusch die Stille und die Dunkelheit vor allen Dingen. 規則正しく地面を踏みしめる音。Der Klang von Füßen im Gleichschritt. たくさんの金属が触れ合う音。Der Klang von Metall, das gegen Metall schlägt. 私の知らない、たくさんの人間がやってきます。Die
Die zahllosen Fremden sind schließlich angekommen. Und mein kleiner Körper begann zu zittern. In einem Anfall beschämenswerter Feigheit fühlte ich mich schwach und würde gleich in Tränen ausbrechen. Ich bin so schwach und dennoch habe ich diesen ungeheuren Wunsch ausgesprochen. Akaboshi-sama ist sicherlich auch schockiert. Aber egal, wie eingeschüchtert ich auch bin, selbst wenn mir zum Heulen zumute ist, ich werde nicht umkehren. Irgendwie, bitte, schau auf mich. Ich flüsterte schwach in den Nachthimmel und wandte mich dann den herannahenden Leuten zu. Nein, ich würde nicht rennen. Ich würde mich ihnen stellen. Grafik spielt in diesem Spiel keine Rolle. Es geht um die Story. Dann schauen wir mal, wer hier zu Besuch kommt. Ware wa Shinsei Teikoku Shusek Shisai Doruku. Ja, da haben sie sich ja einen super Namen ausgedacht. Nein, ich werde ihn nicht Dr. WC nennen. Im Japanischen klang es irgendwie Doruku. Ich werde ihn einfach Druk nennen. Ich bin der hohe Priester des Heiligen Imperiums, Druk. Kokoroshite kiku ga ii, Banzoku domo. Hört mir gut zu, ihr Wilden. この里はたった今から我らが栄えある帝国の支配下に入った。Von nun an ist dieses Dorf unter der Kontrolle unseres glorreichen Imperiums. 意義がある者は直ちに進み出るがいい。Jeder, der Widerspruch einlegt, möge vortreten. すべては互いの剣と力によって決定されよう。Dann werden wir Schwerter und Gewalt sprechen lassen. Chimmokka. Stille. Monowakari no yoi yatsura da. Ich denke, ihr habt sehr wohl verstanden. Kakurete iru mono wa dete kuru ga ii. Nun zeigt euch, Versteckte. Kono sato wa waga gundan niyotte kanzen ni kakomarete iru. Unsere Armee hat dieses Dorf vollständig umzingelt. Mohaya nigedasu koto wa nanpito taitomo kanawanu. Nicht eine einzige Person wird in der Lage sein zu entkommen. Osa wa doko ka? Wo ist euer Anführer? Heidomo nani o shite iru? Soldaten, erledigt eure Arbeit. Sassato banzoku domo o hikizuri dase. Beeilt euch und schleift die Wilden hierher. Sakarau mono wa mimi o sogi, me o kurinuke. Und falls einer Widerstand leistet, schneidet ihm die Ohren ab und stecht ihm die Augen aus. Druk-sama, dare mo imasen! Druk-sama, niemand ist hier. Monuke no kara desu! Es ist alles leer. Ura no shuui ni mo, mori no naka ni mo miatarimasen! Selbst in den umliegenden Gebieten und im Wald. Wir können niemanden finden. Nandato? Yoku sagase! Sonna hazu wa nai! Was? Ja, dann schaut besser hin.
Es kann doch überhaupt nicht sein. Soko no komusume. Du, Mädchen. Nakama wa dou shita? Was ist mit deinen Freunden passiert? Niisama tachi wa kari ni dete ite. Asatte made modorimasen. Mein Bruder und alle anderen sind auf der Jagd und sie werden nicht vor übermorgen zurückkehren. Shitteiru. Ich weiß. Otoko-shuu ga mina deharatte iru koto wa na. Alle Männer haben das Dorf verlassen. Kisamara no yakkaina senshidan ga inai kara koso yatte kita no da. All deine nervigen Krieger sind gegangen. Und aus diesem Grund sind wir hier. So dewa nai, komusume. Aber das meinte ich nicht, Mädchen. Nokotte ita onna kodomo wa dou shita to kiite iru no da. Ich fragte nach den übrig gebliebenen Frauen und Kindern. Sono naka ni kisamara ichizoku no osa ga ita hazu da. Und auch der Anführer dieses Dorfes sollte unter ihnen sein. Shinitaku nakereba shōjiki ni kotaeru ga ii. Und wenn du nicht den Wunsch hast zu sterben, dann antworte mir ehrlich. Mura no minna wa sukoshi mae ni dekakemashita. Jeder in diesem Dorf ist vor einer kurzen Zeit gegangen. Kono mura ni wa watashi shika imasen. Und niemand ist mehr in dem Dorf, nur noch ich. Yoake mae no kurayami no naka o minna de dekaketa dato? Du willst mir sagen, dass jeder Bewohner des Dorfes vor der Dämmerung mitten in der Nacht das Dorf verlassen hat? Fuzakeru na komusume. Versuch mich nicht zu veralbern, Mädchen. Yubi o ippon zutsu kiri otoshite ikaneba wakaranu yo da na. Ich habe den Eindruck, du wirst nicht verstehen, solange wir dir nicht deine Finger einen nach dem anderen abschneiden. Mo ichido kiku. Mura no renchuu wa. Ich frage dich ein letztes Mal. Wo ist der Rest der Dorfbewohner? Omae tachi o suberu mono wa doko da? Wo ist der Anführer des Dorfes? Usso ja arimasen. Ich lüge nicht. Mura ni nokotte iru no wa watashi dake desu shi. Ich bin die Einzige, die im Dorf zurückgeblieben ist. Tōsama ga nakunatte irai, kono sato ni wa ichizoku no osa to yobareru mono wa imasen. Und seitdem mein Vater verstorben ist, gibt es in dem Dorf niemanden, den wir Anführer nennen. Ima wa niisama ga ichi no senshi toshite mina o matomete imasu. Momentan ist mein Bruder als erster Krieger derjenige, der hier alles organisiert. Izure, watashi no otto to naru kata ga ichizoku o suberu koto ni natte imasu kedo. Irgendwann einmal wird der Mann, den ich mir zum Gemahl auswähle, der Anführer dieses Stammes. Nan dato? Wie bitte? Zokuchou no musume to itta ka? Sagst du, du bist die Tochter des Anführers? Naraba kisama no yona komusume ga erin ni nadakai shintaku no mikoto demo yuu no ka? Dann ist dieses kleine Mädchen hier, also die Orakelpriesterin, die in ganz Erin berühmt ist? Hey domo! Omae tachi wa yohodo namerarete iru yō da zo! Ja, Soldaten, es sieht so aus, als man es euch leicht gemacht hat. Sassato koitsu o korosu ga ii! Tötet sie sofort. Komusume! Inochi ga oshikuba himei o agete hisonde iru murabito o yobidase imasugu ni na. So sorry, muss ich kurz schneiden. Mädchen, wenn dir dein Leben lieb ist, dann schrei so laut du kannst und treib damit die versteckten Dorfbewohner hierher. Sore wa muri desu. Das ist nicht möglich. Mo sukkari toku ni itte shimaimashita. Sie sind bereits weit weg. Kyō no kinoko gari no basho wa torii wake hanarete iru ndesu.
Der heutige Ort für das Pilzsammeln ist besonders weit weg. Koyatsu, mada yuka! Behauptest du das immer noch? Nani o warau? Soko ni naore! Warum lachst du? Bleib stehen, wo du bist. Mate! Warte. Kono nusume, nani ka chigau. Dieses Mädchen. Irgendetwas stimmt da nicht. Kangaete mireba, waga keikaku ga kono yona henkyou ni moreru wake nado nai. Wenn ich mal drüber nachdenke, gibt es keine Möglichkeit, dass mein geheimer Plan in diese Region gedrungen sein könnte. Katoite, warera ga arawarete kara dewa toutei nigeru hima nado nakatta hazu. Andererseits hätten sie aber auch keine Zeit gehabt zu entkommen, nachdem sie uns bemerkt haben. Datoshitara, hontou ni dekaketa touyou no ka? Und wenn man diese Tatsachen berücksichtigt, sind sie dann wirklich gegangen? Guzen ni? Durch Zufall? Ina, sou dewa nai, sou de aru hazu ga nai. Nein, das kann nicht sein. Auf keinen Fall kann das sein. Naraba. Also? Nusume! Kisama ga sou saseta no da na. Mädchen, das ist dein Werk, oder? Hai. Ja. Naruhodo. Ich verstehe. Kisama no youna komusume no kotoba hitotsu de. Auf ein einziges Wort von einem kleinen Mädchen wie dir. Murabito tachi wa mina dekaketa ka. Verlässt das gesamte Dorf oder die gesamte Bevölkerung das Dorf. Mayonaka de arou to donna hanareta basho de arou to murabito wa kisama no kotoba o mijin mo utagawazu dekakete itta touyou koto ka. Sogar mitten in der Nacht. Egal wie weit das Ziel auch entfernt ist, sind die Dorfbewohner ohne zu zögern gegangen. Sunawachi sore ga kisama ga kyoryoku na chikara o motsu koto no. Du hast eine starke Kraft. Ichizoku o suberu chisuji de aru koto no akashi. Und das ist für mich Beweis genug, dass du zu der Blutlinie gehörst, die diesen Stamm hier anführt. Kisama ga so nano ka? Du bist also... Ja, genau so. Yochi shita no da na. Du hast es vorhergesehen. Habe ich recht? Warera ga shurai wo. Unsere Invasion. Seishin no ugoki niyori, chokuzen ni sematta kiki o yomitori, tossa ni murabito o nigashita no da. Aus der Bewegung der Sterne hast du die anrückende Gefahr entdeckt und hast die Dorfbewohner entkommen lassen. Nanto osoru beki chikara. Welch schreckliche Kraft. Erin zui itsu no shintaku no migoto wa yoku itta mono da. Kein Wunder, dass dich alle Erins größtes Orakel nennen. Und ich habe dich schließlich gefunden. Ja, aber was möchtest du jetzt von dem Dorf und von mir? Schon zu Zeiten, als mein Vater noch regierte, sind wir immer mit dem Imperium sehr gut ausgekommen. Warum also dieser plötzliche Ausbruch der Gewalt?
何か占ってほしいのでしたら、このようなことをしなくてもいくらでも。Falls du möchtest, dass ich irgendetwas vorhersage, dann werde ich das tun. Auch ganz ohne Gewaltandrohung. いくら託戦が当たると評判でも、蛮族の巫女風情を帝国司祭が頼ってくると思うか。selbst wenn du so berühmt bist für deine korrekten Weissagungen, würde sicherlich kein Priester des Imperiums hierher kommen, um sich von einer wilden Autodidaktenpriesterin irgendetwas erzählen zu lassen. そんな要件ではないことは、貴様自身が一番よくわかっているだろう。Du weißt doch selbst am besten, dass wir aus anderen Gründen hier sind. 我らが吸収を交わしたその余地の力。Du mit der Kraft, unseren Überfall vorherzusehen. 蛮族の娘が持つにしては、あまりにも不釣り合いなその力。Ein bisschen viel Macht für so ein wildes Mädchen wie dich. 我は全てを見通しているぞ。Ich durchschaue alles. 今までよく隠れていたものだな。Sogar das, was du bislang vor mir zu verbergen suchst. 伝説の古代王国。アルビオンの後継者よ。Du bist ein Nachfahr des legendären alten Königreichs von Albion. 妖精王プイルの末裔よ。Ein Erbe des Elfenkönigs Pjul. Nee, Pjul. Ah, ich schreibe, ich sage jetzt Pjul. 今更何を驚く? Warum bist du auf einmal so überrascht? 記録にあった通りだ。 Es ist genau wie in den alten Aufzeichnungen steht.王国の崩壊後、密かにアルビオン島を離れ、エリン島にまで逃れていったわけか。Nach dem Zusammenbruch des Königreiches sind sie aus Albion geflohen und haben Zuflucht auf der Insel Erin gesucht. So steht es geschrieben. まさか尊い王家の血筋を、蛮族の群れの中に投じてまで隠していたとはな。Kann es wirklich sein?Dass die Familie, die königliche Familie, sich die ganze Zeit hier zwischen diesen Wilden versteckt hielt? 数百年を経ても、歴史の表へ姿を現すことがなかったのも道理。Und das ist das, die Wahrheit, die seit Jahrhunderten vor der Welt verschlossen gehalten wurde. もくしたところで隠し通せるものか。震えているではないか。貴様の動揺、怯え、手に取るように伝わってくるわ。Meinst du, du kannst es durch dein Schweigen leugnen? Du zitterst. Du bist voller Panik. Ich werde, dir schon zeigen, wie du mir die Wahrheit sagst. お前こそが失われた伝承にあるフィールの隠された血統と呼ばれるものなのだろう。Du bist von der verborgenen Erbfolge derer von Pfyl. Aus der vergessenen Legende. Habe ich recht? なぜ、そのようなことまで。Aber...Wie kannst du sogar das wissen? 我が主の命に従い、妖精どもの塚を掘り起こし、古の王たちの墓を暴いたのよ。Ja, auf den Befehl meines Fürsten habe ich alle Gräber der Elfen ausgehoben und ich habe alle Grabmäler geplündert von den alten Königen. そこで我は知った。Und aus diesem Grund weiß ich es.隠され、忘れ去られるままだった古代の伝承を。Die versteckte, vergessene, alte Legende. 封印された禁断の秘術を。Die versiegelten, verbotenen Künste. 多くの兵の犠牲と引き換えにな。
im Tausch für das Opfer vieler Soldaten. なんてこと? Aber wie konntest du nur? 今や我はこの世界における最大の禁忌すら手中にしている. Und nun steht es da. Das größte Tabu dieser Welt. Genau in meiner Reichweite. Eine große Katastrophe. Ein Geheimnis, das die gesamte Welt zerstören wird. Und du. Du bist der Schlüssel, um es herbeizubeschwören. Ich habe schon eine gute Verwendung für dich, kleines Mädchen. Aber was willst du von mir? Ein lebendiges Opfer. Waga Teikoku no Yogen ni aru Kuroki Imawashiki mono. Was sagen wir besser? Ein Menschenopfer. Die schwarze Abnormität aus der Prophezeiung unseres Imperiums. Der Dämonenkönig, der diese Welt zerstören wird. Wir werden ihn herbeibeschwören mit deinem Blut. Das Blut eines Elfenkönigs. Es hat die Macht, ihn herbeizubeschwören. Besser noch, eine Jungfrau so wie du wäre doch ein passendes Opfer für einen Dämon. Denkst du nicht auch? Du willst mich opfern, um damit Böses zu tun? So-da! Genau. Subete wa ooi naru saiyaku o hiki okoshi, sekai no hametsu o hayameru tame. Und alles dient dazu, die große Katastrophe zu beschleunigen, die letztendlich die Welt zerstören wird. Und wir werden diejenigen sein, die über die zerstörte Welt herrschen. Ich werde das nicht machen. Du denkst, du kannst mir widersprechen, kleines Mädchen? Ich bin entschlossen. In deinen Augen wirklich klein und schwach, aber ich werde nichts Böses tun. Und wenn du ablehnst? Was ist dein Plan? Was möchtest du tun? Jetzt hören wir noch ein bisschen ihre Gedanken. Mein Griff um die verborgene Klinge in meiner Hand wurde fester. Die Klinge ist sehr scharf. Es ist eine kleine Pfeilspitze. Ich hob meinen Kopf und blickte mich um. Nein, ich hatte keine Angst mehr. Nicht vor dem Hohepriester und nicht vor den blutrünstigen Soldaten, die vor meinen Augen standen. Akabushi-sama, es geht mir gut. Ich
kann es tun. Ich muss lediglich meinen Kopf noch etwas heben und mir die Kehle durchschneiden. Und dann wird alles zu Ende sein. Ho! Ich verstehe, was du vorhast. Und was du da vermutlich in deiner Hand versteckt hast? Aber das ist alles zwecklos. Du weißt doch noch nicht mal, wie man damit umgeht. Hamono to wa 他者に突きつけ、その恐れと怯えを存分に楽しむもの。Klingen sind doch schließlich dazu da, damit man sie in andere Leute hineinbohrt und dann sich an ihrer Angst und Panik ergötzt. 殴ることに飽きれば、肉を引き裂き、吹き出る熱い血を浴びるためにあるものだ。Und dann, wenn du schließlich ihrer Folter überdrüssig bist, dann reißt du ihnen das Fleisch ab und badest in ihrem Blut. Kono yo ni na. Genau wie hier. Heyo! Tsurete koi! Soldaten, bringt sie her. Ich habe Angst. Warum sind die hier? Sieht so aus, als hätten die sich im Dunkeln verlaufen. Ja, ehrlich gesagt hätte ich gar nicht gedacht, dass sie von deinem Stamm sind. Was für ein Glück. Das Schicksal ist wirklich auf unserer Seite. Stimmt irgendwas nicht? Hast du das hier nicht vorhersehen können? Gib auf! Die Menschen sind einfach nicht in der Lage, das Schicksal zu ändern. Hast du jetzt endlich begriffen, dass deine armselige Macht nicht ausreicht, das Schicksal zu ändern? Es ist zwecklos. Du wirst es nicht aufhalten können. Mir entfuhr ein stummer Schrei. Die Verzweiflung umschlang mich. Und nun? Was tust du nun? Wenn du dich deinem Schicksal bis zum Ende entgegenstellen willst, dann schlitz dir die Kehle auf und stirb. Aber der Tod dieser Kinder hier wird dann kein so leichter sein. Schau, sind so kleine, süße Hände. この指を枯れ枝を折り取るように一本ずつ折り取っていけばどんな声で泣くだろうな。Ich werde ihnen die Finger abknipsen, wie kleine Zweige, wie sie wohl schreien werden, wenn ihre Finger brechen Stück für Stück. へえども、やれ。Soldaten, bringt sie her.Hör auf! Hör auf! Bitte! Tut diesen Kindern kein Leid an! Ich
Ich schrie, während mir die Tränen über die Wange liefen. Langsam entspannte sich meine Hand. Es tut mir leid. Meine Worte kamen wie von selbst. Falls nun wirklich eine Katastrophe kommt, die durch mein Dazutun entsteht, wie vielen Leuten wird dann ein Leid geschehen? Aber ganz egal, wie oft ich mich dafür entschuldigen würde, mir wird niemals vergeben. Aber... Es liegt ganz bei dir. Wenn du meinen Anweisungen folgst, kann ich ihr Leben garantieren. Oh, und ich würde sogar deinem Stamm einen fairen Preis für dich bezahlen. Doda. Nun, wie sieht es aus? Es tut mir leid. Ich bin zu schwach. Ich habe zwar gesagt, ich würde es tun, egal was auch immer passiert. Ich würde nicht Teil dieser Verschwörung werden, selbst wenn es mich das Leben kostet. Aber ich kann diese Kinder nicht aufgeben, koste es, was es wolle. Es tut mir leid, Bruder. Auch wenn ich jetzt hier die Leitung übernommen habe und solche schreckliche Dinge geschehen, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich so eine schlechte Schwester bin. Es tut mir leid. Meine Hand ließ den Pfeil los und er fiel, die Pfeilspitze los und er fiel auf den Boden. Gut, sehr gut, kleines Mädchen. Und nun beweise mir, dass du bereit bist, mir zu gehorchen. Nenne mir deinen Namen, kleines Mädchen. Rhiannon des. Ist Rhiannon. Sonna karisome no namae nado imi o motaru wa. So ein beliebiger Name, der hat keine Bedeutung. Kisama no chikara no minamoto, maryoku no minamoto taru. Sage mir deinen wahren Namen, die Quelle deiner Macht. Oder glaubtest du, ich würde dir deinen freien Willen lassen? Wenn du schon so weit gehen würdest, dich selbst zu töten, um das Schicksal zu ändern. In dem Augenblick, in dem du mir deinen wahren Namen nennen wirst, wird dein freier Wille erstarren. Ware no yūnari no ningyō tonari, sono tamashii made waga dorei tonaru no da. Werde zu einer Puppe, die all das tut, was ich von ihr verlange. Mache selbst deine Seele zu meinem Sklaven. Ikenie toshite
忌まわしき者に貪り食われるその時までな。So lange, bis du ein Menschenopfer wirst und von dem Dämonen verschlungen wirst. Sa, yugai. Nun sag es. Anata wa yakusoku shimasu ka? Wirst du es versprechen? Anata gata no kami ni chikatte. Wirst du schwören zu deinem Gott? Kono go tachi ni teo dasanu to. Dass diesen Kindern kein Leid widerfahren wird? Waga shinsei teikoku no meiyo ni kakete chikatte yaro. Ja, ich schwöre auf die Ehre meines heiligen Imperiums. So desu ka. So sei es. Watashi wa sora o miyagemashita. Ich blickte hoch in den Himmel. Akaboshi-sama. Akaboshi-sama. Mo. Koko made mitai desu. Es sieht so aus, als wäre es das gewesen. Seiippai ganbatte mitan desu kedo. Watashi ni dekiru koto to ittara, kore kurai shika arimasen deshita. Ich habe mein Bestes gegeben, aber nun gibt es nichts mehr, was ich noch tun könnte. Mo. Ohoshisama o miru koto wa nai desho. Es gibt nicht mal mehr einen Grund, in die Sterne zu schauen. Ich schloss meine Augen und sagte es. Meinen wahren Namen. Mein Name ist... Tja, haben wir unseren ersten Safe-Punkt erreicht. So viel zur Vorgeschichte zu Tears to Tiara. Und beim nächsten Mal werden wir dann auch ein bisschen Gameplay sehen. Nein, war nur ein kleiner Spaß. Ich denke, die Story wird noch ein bisschen weitergehen. Und ich denke, es ist vielversprechend. Also bis hierhin, was wir jetzt gerade gesehen haben, habe ich mir auch schon angeguckt. Und das war auch der Anlass für mich, dass ich das Spiel unbedingt mal spielen wollte, auch wenn es schon fast 10 Jahre alt ist. Also, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.